und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. Und ich bin tatsächlich mal wieder auf dem Feld unterwegs. Nicht an den Produktionen. Ich erwarte Besuch vom Schweinebauern, vom Vin Diesel. Ich erwarte noch Besuch, ich weiß nicht, ob der heute schon kommt, vom Jürgen Racex bezüglich einer neuen Produktion. Und zwischendrin hoffe ich, dass ich das Feld hier noch angesät bekomme. Oder zumindest erstmal gedüngt. Also ansehen könnten wir dann auch anfangen nächste Woche. Das sollte jetzt dann auch nicht oder kein großes Problem sein. Schauen wir mal, wie es zeitlich hinhaut. So, der Gedanke ist, dass ich mit dem Diesel nochmal verhandle, dass er mir vielleicht, also ein Schwein gratis, wenn ich 10 züchte, das wäre schon mal, also ihm 10 zur Zucht zur Verfügung stelle, das wäre dann schon mal ideal, wenn er mir da eins zusätzlich gibt. Mal gucken, ob es sich darauf einlässt. So, gedüngt ist schon mal, dann können wir die Sämaschine schon mal startklar machen. Oh Mist. So. Mal noch ein bisschen Saatgut nachfüllen. So viel haben wir da auch nicht mehr.
Mohn. Mohn pflanzt man an. Auch nie. Ja, Volker hier. Hi. Ich bräuchte mal wieder ein bisschen Saatgut. Und ich glaube auch ein bisschen Dünger. Dünger hattest du schon bestellt. Bin ich jetzt unterwegs mit. Ah. Letzte Woche. Gut. Hatte ich auch eigentlich so im Kopf. Ich habe mich aber, war mir aber nicht mehr sicher. Hattest du auch schon bezahlt, keine Angst. Ah ja. Okay. Bist du schon so weit, dass du noch Saatgut mitnehmen kannst oder noch nicht? Nee, kann ich nicht, muss ich noch mal extra fahren. Mist. Okay. Wie viel Saatdünger hatte ich denn bestellt? 10.000. 10. Jo, dann nehmen wir das gleiche an Saatgut auch nochmal. Dann, wenn du so weit bist. Ja, ich bin eh gleich da. Ich nehme den Win mit. Der hat irgendeinen Termin mit dir, hat er mir Jo. erzählt. Ich bin halt auf Feld 109 unterwegs. Ja, ich glaube, da fahre ich sowieso längst. Jo. So, Okay. wir sind dann gleich da. Dann geht's. Tschö. Ja, guck mal, den Dünger, den hatte ich schon ganz vergessen. So. Ich muss halt ein bisschen gucken, damit ich mehr Profit mache. Und das über die Schweinchen, das könnte ein Weg sein. Muss wahrscheinlich auch gucken, dass ich wirklich immer die Felder relativ zeitnah wieder ansehe. Und dann muss halt vielleicht der ein oder andere Kunde mal ein bisschen warten. Wenn es um Paletten geht. Prioritäten halt setzen, ne? Ja, da drüben sind sie.
jetzt fahre ich schnell noch mal eine Spur. Zeit ist Geld. Jo, Volker! Ja, komm rüber. Jo, ich komm schon. Nicht durch die Frucht. Ich hab schon Schuhe an, keine Sorge. Ja, da stimmt dran trotzdem die Einsatzhöhe nicht mehr. So. Alles fit? Ja. Ich dachte, du wolltest mit dem Neumann kommen, jetzt bist du doch selber gefahren. Ja, der hat mich um einen Hof rausgelassen, weil ich sonst nicht zurückgekommen wäre. Ah, okay. So, um was es geht. Also mir ist bewusst, dass du natürlich einen guten Profit eigentlich hast. Mhm. Durch die Schweinchen, die du einfach mitzüchten kannst. Ja. Das war ja die Abmachung. Mhm. Jetzt ist es nur so, dass ich mal nachfragen wollte, wie es denn ausschaut, wenn du 2 bis 3 Schweinchen da jedes Mal rauskriegst. Ja. Ob er mir da vielleicht eins überlässt dann nochmal. Ja. Also heißt, wenn ich dir 10 zur Mast schicke, dass ich dann im Endeffekt sozusagen 11 zurückbekomme. Ja. Kein Problem. Okay, das ist natürlich supi. Ja. Gut. Weil, ja, der Metzger hat eine hohe Nachfrage, muss ich schon mal sagen. Uff, für die Leute essen zu viel Fleisch. Ja, das kann schon sein. Aber man möchte auch die Nachfrage befriedigen können, ne? Ja, ist wohl wahr. So, warte mal. Und sonst Feldarbeit läuft bei dir? Ja, zurzeit steht mein Feld still. Warum? Ja. Die ganzen Geschichten, die ich schon wieder hatte, haben mich Zeit gekostet. Jetzt habe ich gehört, dass demnächst die Silos leer sein müssen. Wegen Umbauten bei mir. Ach so. Okay. Warum? Jetzt habe ich mir halt jetzt einen neuen LKW geordert. 107.000. Boah. Okay. Ja, ich bin auch. Ich weiß nicht. Die Feldarbeit, die kommt bei mir auch immer zu kurz. Ja, ja. Zu viel an Produktionen dran. Ich will jetzt nochmal eine mir organisieren. Ja, was ist eigentlich mit deinem Mitarbeiter passiert? Ach, keine Ahnung. Den habe ich jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen. Ist er außer Lande oder was? Ich weiß es nicht. Der sitzt wieder irgendwo im Loch und hat sich verkrochen oder so. Toller Mitarbeiter. Ach, das ist nervig, das sage ich dir. Hast du das schon gehört? Was? Der Razix hat seinen Bauhof und so alles verkauft und hat sich jetzt mit den Blaubeeren zusammengeschlossen. Achso, ja, ja, das hat er mir gesagt. Der hat angerufen gehabt. Naja, ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Ich auch nicht wirklich. Ist halt jetzt, mehr oder weniger eine große Macht, ne? Die drei. Die könnten uns alle locker wegkaufen. Ja, aber was haben sie davon? Nichts. Ich, steht ja kein Konkurrenzkampf mehr. Mach mir eher Sorgen, dass ich bald die Nachfrage an Paletten dann nicht mehr regeln kann. Ui. Also ich werde mir eine goldene Nase verdienen, aber gleichzeitig komme ich... Verluste fahren. Hm? Auch Verluste irgendwie fahren, oder wie meinst du das jetzt? Ne, Verluste nicht, aber ich werde nicht hinterherkommen damit. Ui. Ja. Ich war nämlich auch am Überlegen, mir die nächste Produktion zuzulegen. Was denn? Schweinerei. Oh Gott. Schweiner. Ja, ich bin zwar gerade so ein bisschen am Aufstocken an Palettenware, aber so viel ist es dann doch nicht. Nee, glaube ich. Es steckt halt ein Haufen Arbeit dahinter. Na ja. Deshalb, vielleicht muss ich mal wieder eine Stellenausschreibung machen. Ja. Ja, ich hatte auch schon so viele rausgeschrieben, aber die meisten haben abgesagt, weil das wohl dreckige Arbeit im Schweinestall wäre. Ja, haben sie auch nicht ganz so unrecht, ne? Ja, schon.
Nur wissen sie wenigstens, von wem sie die Spirits auf dem Teller haben. Jo, das mag sein. Was habe ich gehört, dass du einen neuen Xerium von Klaas gekriegt? Ja, irgendwas war kaputt und dann haben sie getauscht. Ja, super. Aber der hier läuft ganz gut, muss ich echt sagen. Der läuft auch irgendwie, finde ich, ein bisschen ruhiger wie der andere. Wo passt man hier jetzt durch? Das wird knapp. Ich glaube, du hängst. Ja, Jetzt. jetzt kommst du durch, ja. Ja, ganz schön knapp. Millimeterspiel. Ja, solange es der Jäger nicht sieht, ist alles gut. Jo. Jägerschnitzel. Okay. Gut, freut mich, dass es mit den Schweineln klappt. Ja. Und wenn du, lass mal überlegen, doch, wenn du nächste Woche Hilfe brauchst bei den Feldern, Ja. könnte ich mal vorbeikommen. Weiß ich Ja, nicht, was weil für eine Sämaschine du hast. ich habe eine Einzelkorn. Ah, okay. Eine normale, sorry. Ich habe Wie die normal. Fredestedt. Ich habe normale Sehtechnik, die Weizen gucken, drehen kann, im Fertigbrief für ihn gucken. Ja. Die Fredestedt Rapid A600S. Was hatten die Arbeitsbreite? 6 Meter. Joa, da bin ich hier ein bisschen breiter. 3 Meter bestimmt mehr, ne? Neun, die Hirsch. Ja, aber keine Ahnung. Je nachdem, wenn du jetzt zurückfährst und ans Düngen anfängst, würde ich wahrscheinlich. Wie viele Felder hast du eigentlich? Eins. Ah, okay. Das ist immer noch die 65. Da war zuletzt Roggen, glaube ich, drauf. Okay. Ja, je nachdem würde ich vorbeikommen und für dich dann ansehen. Ja klar, ich fahre dann sofort Du dahin zurück. hattest jetzt auch einen Drescher, gell? Ja. Welchen denn nochmal? Den Röstlmesh RSM 161 mit einem 9 Meter Gebiss. Okay. Ja, der ist ja halt zumindest schon mal in Ordnung. Das ist schön, sagte der neue Mann auch. Der sagte, ich wollte nämlich mir den im Katalog den. Welcher war das jetzt? Den New Holland CR10.90 Revelation holen. Den Was denn? 1090. Ja, den von New Holland, den großen. Hattest du im Lotto gewonnen oder was? Nee, ich hatte dafür extra 1 Million Kredit aufgenommen. Da sagte der Neumann, sag mal, spinnst du eigentlich? Fang doch erstmal mit einem kleineren Drescher an. Aha, der Neumann, der will zweimal verdienen. Ja, jetzt hatte ich halt noch den. Diese Woche sind ja halt 5% auf Fahrzeugkauf, Steuererlass. Ich hatte halt noch den 20% Gutschein vom Pferderennen noch. Ah, okay. Darum ist er jetzt auch von 140 auf 107.000 runtergegangen. Der Drescher. Der LKW. Ach so. Okay. Aber dann muss ich, fällt mir gerade ein, vielleicht auch noch mal was kaufen. Ich wollte noch was Kleines haben. Was Kleines, aber Feines. Jo. Ja, sagen wir es mal so, ich bin jetzt alle meine Oldtimer bis auf den Case habe ich verkauft. Wohin? Das den kleinen MF, den habe ich an Stefan Müller verkauft. Der LKW, da war Totalschaden nach dem Unfall beim Müller oben. Und den JCB habe ich an die Blaubeeren verkauft. Okay, das hatte ich mitgekriegt. Okay. Ja. Weil die. Das will ich mit 4 Oldtimer, da habe ich mich irgendwie bei der Auktion ein bisschen zu viel Geld rausgeschmissen. Ja, das glaube ich auch. Naja, okay. Gut. Und wie Dann laufen bei dir so die Hühner? können wir gleich nochmal drüber schnacken. Ja. So, für den Moment war es das mal. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, schaut gerne morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.